Innerustralien ist für seine Trockenheit bekannt. Aber es gibt hier Wasser. Und die Menschen, die hier leben, die Volpiri, müssen wissen, wie man es findet. Und natürlich stöbern sie es nach allen Regeln der Kunst auf. Zum Beispiel geben manche Vögel Hinweise. Corellas, diese weißen Kakadus, sind nie weit weg von Wasser. Ebenso wenig wie Wellensittiche. Tauben sind ebenfalls ein Hinweis darauf, dass Wasser in der Nähe ist. Wenn man Glück hat, findet man also ein Flussbett mit einem Wasserloch, aus dem Vögel trinken. Aber oft sieht das Flussbett so aus. Nicht sehr ermutigend, wenn man durstig ist. Dann muss man nach anderen Anzeichen suchen. Oft findet man Stellen, wo Vieh oder andere Tiere, Kängurus zum Beispiel, im Flussbett gescharrt haben. Und das ist ein guter Hinweis, denn die wissen, wo man Wasser findet. Ein andermal findet man selber den tiefsten Punkt und versucht sein Glück. Schaufeln wir erstmal den trockenen Sand beiseite. Ich benutze einen Spaten, aber die Aborigines, die Ureinwohner, verwenden sowas hier. Das eignet sich sehr gut als Schaufel. Ich glaube, ihr könnt schon sehen, dass ich trotz der trockenen Oberfläche nun zu feuchtem Sand komme. Da gibt's zumindest Feuchtigkeit. Also, machen wir weiter. Das ist eine ziemlich schweißtreibende Arbeit und die will man nicht vergebens machen. Aber es sieht gut aus, denn der Sand, den ich jetzt von da unten raufhole, ist nicht nur feucht, sondern richtig nass. Er tropft fast. Es gibt also Wasser da unten. Ich muss nur noch etwas tiefer. Ich bin schon fast eine Armlänge tief. Und ihr hört schon am Geräusch, wie nass der Sand ist, den ich rausschaufle. Wenn ihr jetzt mal in das Loch guckt, seht ihr, wie sich das Wasser unten sammelt. Das könnte einem das Leben retten. Man kann es trinken. Aber es ist ziemlich trüb. Wäre gut, wenn man es filtern könnte, bevor man es trinkt. Deshalb lassen wir das Wasser sich sammeln und basteln uns erstmal was. Falls man nicht sowieso einen Becher dabei hat, kann man sich einen aus einer Plastikflasche schneiden. Ganz einfach. Ich brauche nur etwas zum Schöpfen. Ich schneide hier herum. Bis ich den Boden abgeschnitten und eine Art Schöpfeimer bekommen habe. Nicht hübsch, aber zweckmäßig. Und nun kommt der Trick. Ich habe in dem Wasser rumgerührt, wodurch es trüb geworden ist. Und durch das Festdrücken der Wände ist noch mehr Dreck reingefallen. Aber wenn ich das trübe Wasser herausschöpfen kann, wird es durch sauberes Wasser ersetzt, das seitlich durch den Sand nachfließt, und zwar wie durch einen Filter. Wenn ich also vorsichtig bin und das Loch nicht zuschütte, dann müsste ich es schaffen, langsam das trübe Wasser abzuschöpfen, sodass es allmählich immer sauberer wird. Versuchen wir es einfach mal. Zunächst mal haben wir dieses wenig appetitliche Zeug, aber mal sehen, was passiert, wenn ich einfach weiterschöpfe. Jetzt sind wir, würde ich sagen, auf halbem Weg. Es ist zwar noch nicht ideal, aber sauberer als am Anfang. Ich schöpfe noch ein bisschen weiter. Und jetzt haben wir wohl das Sauberste, was aus diesem Wasserloch zu holen ist. Es ist nicht besonders rein, keineswegs ideal. Aber nach so einer Schinderei ist es auf jeden Fall willkommen. Mal sehen. Eindeutig Mineralwasser. Erfrischend und ziemlich kühl, weil es unter der Erde war. Die Tiere hier im Outback brauchen es auf jeden Fall. Und wenn man kein anderes Wasser parat hat, kann einem das Leben retten.